Das Wichtigste ist, dass wir die Dinge in Ordnung bringen. Jetzt werde ich mit Camille sprechen und alles wird gut. Das hoffe ich. Ich sollte mit Camille reden? Oh, da ist Milana. Camille, ich liebe dich auch. Camille? Mandy, lass mich los! Milana! Amina, kannst du dir das vorstellen? Camille hat mir einen Zettel gegeben. Was steht dort? Darauf steht, es ist nicht meine Schuld. Und ein Herz. Meint ihr, ich sollte mit Camille reden? Ich habe dir gesagt, dass Camille gut ist. Milana, wenn ich du wäre, würde ich Camille nicht vertrauen. Wir haben alle gesehen, wie er dich betrogen hat. Ich glaube, wir müssen uns auf diese Situation einlassen. Wir müssen mit Mandy reden. Wenn ich wirklich herausfinde, dass sie das alles eingefädelt hat, wird sie in Schwierigkeiten geraten. Steph, beruhige dich. Du willst immer jemanden fertig machen. Verdammt, Mädels, ich habe mich erinnert. Mandy hat mir erzählt, dass sie heute Abend ins Kino gehen werden. Genau, und sie werden dein Lieblingskaramellpopcorn essen. Kannst du das glauben, Mandy? Vielleicht redet sie nur. Und sie gehen gar nicht ins Kino. Das ist so ein Müll. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann und wem nicht. Was, wenn wir ihr Date ruinieren? Verdammt, Mädels. Mädels, ich habe eine bessere Idee. Ach ja, wo treffe ich dieses Trio? Auf der Toilette, natürlich. Was habt ihr Mädels, etwas Schmerzen? Wischt ihr euch die Tränen weg? Du wirst jetzt weinen. Oh, ich habe solche Angst. Und jetzt möchte ich vor Angst pinkeln. Wir werden mit dir sprechen. Sie ist so nervig. Oh yeah, yeah, okay, oh yeah, das ist es, oh yeah, 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 okay, Kiba? Okay. Was zum Teufel machst du hier? Das ist ein Umkleideraum für Mädchen. Ich hab nur Musik gehört. Raus! Und Diana, hast du einen Weg gefunden, auf dem Campus zu bleiben? Nein, Angie, ich habe es noch nicht herausgefunden. Ich versuche, Lehrer Max im Moment zu meiden, denn wenn er mich sieht, kriege ich großen Ärger. Du hast kein Glück mehr. Übrigens, während du weg warst, kam ein Neuer auf den Campus. Er heißt Nice. Und ist der Neffe von Lehrer Max. Nun, du weißt, was ich meine. Ich wüsste nicht, warum ich mich für diesen neuen Mann interessieren sollte. Diana, verstehst du denn nicht? Geh mit ihm aus. Und warum? Angie, wenn du willst, geh selbst mit ihm aus. Er ist der Neffe von Lehrer Max. Wenn du dich mit ihm verabredest, wirft dich Lehrer Max nicht vom Campus. Das stimmt. Ich bin so dumm. Angie, du bist ein Genie. Aber ich mag Nice nicht. Dann entscheide dich. Verlass den Campus oder geh mit Nice aus. Oh Mädels, ich hab euch schon gesucht. Uns? Warum? Ich wollte nur sagen, dass ihr sehr cool seid. Nun, wenn du gekommen bist, dann sag es. Ihr seid sehr cool. Danke. Danke. Dylan, ich wollte fragen, du hast so viel Geld. Geht es dir nicht aus? Oder druckst du es? Nein, mein Vater ist nur sehr reich. Und meine Mutter auch. Cool. Hier, das ist für euch. Für uns? Wofür? Ich habe heute einfach sehr gute Laune. Sehr, sehr gute Laune. Kauft euch irgendwas. Gucci, Louis Vuitton. Was auch immer ihr wollt. Wir sehen uns. Wahnsinn. Es ist so cool, reich zu sein. Es ist so cool, die Freundin von einem Reichen zu sein. Es ist so cool, wenn du weißt, was ich meine. Oh, Bubble, woher hast du so viel Geld? Man muss nur die richtigen Leute kennen. Echt cool. Nein, wir haben doch einen reichen Jungen auf dem Campus. Er gibt jedem einfach so Geld. Willst du mich veräppeln? Das kann doch gar nicht sein. Ich sage die Wahrheit. Glaube ich nicht. Okay, komm mit. Oh, was geht ab, Dylan? Wie geht's dir so? Was brauchst du? Kurz gesagt, das ist mein Freund. Sein Name ist Kiba. Er ist übrigens auch ein richtig cooler Typ. Und jetzt? Er war nicht hier, als du Geld verteilt hast. Oh, ich verstehe. Wenn du cool bist, dann nimm das hier. Oh, danke. Hör mal, Dylan, kannst du mir auch Geld leihen? Ich geb's dir in einer Woche zurück. Bubble, glaubst du nicht, dass du etwas übertreibst? Okay, okay. Oh, hi, Angie. Auf Wiedersehen. Geh. Na, Mädels, was gibt's? Alles ist cool. Dylan, ich wollte nur sagen, ich bin so froh, dass du auf dem Campus aufgetaucht bist. So hübsch, freundlich, lockig.
Lockig, genau wie ich. Und reich. Diana, frag. Dylan, hör mal, hast du ein Mädchen? Nein, hast du Vorschläge? Wir wollten dich einladen, mit uns in den Club zu gehen. Alles klar, ich habe keine Pläne. Cool. Das ist der teuerste Club in unserer Stadt. Geld ist kein Problem. Wir werden eine Menge Spaß haben, ja? Das ist super. Dann nimm etwas Geld und gute Laune mit. Wollen wir vielleicht erstmal ins Café gehen? Machen wir. Gehen wir. Bubble, der Neue hat echt viel Geld gegeben. Ja, ich weiß. Warum hast du mehr Geld? Weil ich cooler bin. Hey, ihr da. Wo ist Angie? Sie sitzt da mit dem Neuen. Ich glaub das nicht. Gib mir das, du brauchst das eh nicht. Hey, gib mir mein Geld. Bubble, jetzt hab ich mehr Geld. Oh, hallo Leute. Wollt ihr vielleicht etwas Geld? Behalt es für dich. Angie, kann ich dich kurz sprechen? Puzzle, später. Angie, hast du mich gehört? Wir müssen wirklich sprechen. Bist du blöd? Siehst du nicht, dass sie beschäftigt ist? Wir gehen mit Dylan ins Café. Ihr redet später. Dylan, glaubst du, dass du hier auf den Campus kommst, mit dem Geld hier wedelst und schon rennen alle Mädchen dir hinterher? Hä? Ich verstehe nicht, warum du auf dem neuen Jungen herumhackst. Dylan ist übrigens ein netter Kerl. Ja, und sehr freundlich. Und ihr habt vergessen, dass er reich ist. Verbringt ihr nur Zeit mit ihm wegen des Geldes? Ja, bestimmt. Nein, nicht wegen des Geldes. Und übrigens, es ist ein cooler und lustiger Typ. Nicht wie du. Und es geht dich nichts an. Lasst uns gehen, Dylan. Leute, dieser neue Typ übertreibt echt. Ich werde mir da was einfallen lassen. Mann, Hulk, hast du die ganzen Pommes gegessen oder was? Ja. Was ist denn los? Ich gehe ins Fitnessstudio und muss viel essen. Und fühlst du dich jetzt wirklich schlecht, weil dein Freund sie gegessen hat? Hulk, du hast echt zu viel heute gegessen. Du wirst bald platzen oder so. Nice, hör zu. Du trainierst nicht. Du willst mich nicht verstehen. Wenn du so breit wärst wie ich, dann willst du verstehen, dass du so viel essen musst. Ich gehe hier ins Fitnessstudio, nicht du. Ich hab die Pommes für mich gekauft, ja? Wirklich, Hulk, es reicht. Du saugst alles ein wie so ein Staubsauger. Ihr fühlt euch jetzt schlecht, weil ich Pommes gegessen hab. Hi, Leute. Hulk, lass uns reden. Hör zu, Neuer, hau ab. Siehst du das nicht? Wir unterhalten uns doch gerade. Was willst du, reicher Junge? Wow, wow, Leute, beruhigt euch. Ich bin mit einem Angebot zu euch gekommen. Bist du wieder hier, um dein Geld anzubieten, oder was? Wir haben dir gesagt, dass wir dein Geld nicht brauchen, verstehst du? Leute, wartet. Lasst ihn reden. Vielleicht bietet er irgendwas Gutes an. Okay, sag, was du möchtest. Also, hört zu. Ich weiß, dass ihr hier die coolsten und beliebtesten Schüler auf dem Campus seid, ja? Also, ihr nehmt mich in euer Team auf und ich zahle sehr gutes Geld dafür. Oh, ich stimme zu. Okay, Neuer, hör zu und merk's dir für immer, okay? Man kann sich einen Platz in unserem Team nicht einfach so kaufen. Man muss ihn sich verdienen. Nimm also dein Geld und verschwinde. Kapiert? Okay, denk drüber nach. Denk gut nach, okay? Schau's nicht mal an, ja? Kamil, warum hast du abgelehnt? Wir würden ein paar Tage mit dem Neuen abhängen, ihn dann einfach rausschmeißen und hätten dann ganz viel Geld. Hulk, ich sagte, nein heißt nein. Alles klar, Leute, gehen wir in den Unterricht. Stimmt, in die Klasse. Hey Leute, wer hat das Geld hier liegen lassen? Diese reichen Kinder machen das ständig. Auf jeden Fall. Kamil, kann ich mit dir reden? Mandy, kannst du mich einfach in Ruhe lassen? Aber ich wollte mich entschuldigen. Entschuldigen? Leute, geht schon mal. Ich komme dann später nach. Lass dir nicht so viel Zeit. Wir kommen zu spät zum Training. Also, Mandy, ich höre dir zu, ja? Also, Kamil, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass ich im Unrecht war. Ich werde dich nicht mehr ärgern und ich werde dich nicht mehr mit Milana belästigen. Denn ihr seid wirklich ein cooles Paar. Wow, echt unerwartet. Jetzt gehen wir zu Milana und du wirst das alles vor ihr wiederholen, okay? Das Wichtigste ist, dass du dich auf all das einlässt. Ich werde mit Kamil sprechen und alles wird gut werden. Das hoffe ich. Ich sollte mit Kamil reden. Oh, da ist Milana. Kamil, ich liebe dich auch. Kamil? Mandy, lass mich los. Milana!